Hallo meine lieben Freunde, heute wieder zu einem neuen Let's Test. Nämlich, ihr seht schon, für Against the Wall. Worum geht's im Spiel? Naja, es ist ganz einfach. Gelangt nach oben. 2012 ist es entstanden. Von einem einzigen Menschen namens Michael P. Consoli, könnt ihr hier unten lesen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann seht ihr auch, was ich meine mit gelangt einfach nur nach oben. Denn was anderes im Spiel habt ihr auch nicht möglich. Ah, wir haben das vor Loading, Ladebildschirm. War sehr spannend, so ein Ladebildschirm. Haben wir dann angebracht. So, jetzt halt. Das ist das Spiel und wir müssen da hoch. Ja, so gesagt, ist es recht einfach. Das da lasst uns Sachen nach draußen befördern, wie ihr seht. Und können wir das dann durch? Klar, was sind das eigentlich hier? Ja. So, also dieses Ding, das hat die Sache immer rausfahren. Und wenn man dann... Ach, scheiße! Ja. Das war jetzt sehr geistreich. Wir sind gestorben. Ach, ich probiere es nochmal. Dafür schubse ich die jetzt darunter. Hier ist unser Fadenkreuz. Auf das da. Tschüss. So. Wir fangen jetzt einfach mal an, hier noch irgendwie nach oben zu latschen. Hopp. Ich hab das Gefühl, bei dem Game werden wir noch ein paar Mal runterfliegen. Hopp. Ja, werden wir noch ein paar Mal runterfliegen. Wieder reinfahren hier. Ja. Ich, naja, bin jetzt nicht so der Master dieses Spiels, glaube ich. Aber jetzt kümmern wir uns gar nicht mehr um die anderen Sachen hier. Sondern machen wir noch unseren Weg rein. Nehme ich den da jetzt nicht hier? Ja. Dann den da. Und erstmal wieder eine Runde zu weit gehüpft. Sehr praktisch. So, man kann das auch. Schaffe ich? Ich nehme lieber den. Hopp. Ihr merkt schon, ist doof, weil ist irgendwie, ja, toll, das ist, ich stelle mich hier so richtig gut an, man merkt schon hier, vielleicht, ach komm, you died again, das war glaube ich jetzt Tod Nummer 4, also ich, boah, ich failure ja mal gerade so völlig ab, so, wir machen das jetzt nochmal, also, einmal Probe kurz gespielt, da habe ich mich tatsächlich besser angestellt. Da merkt man sich dieses ganze Hin und Her labern, das wird auch ein bisschen. Aber hier können wir anscheinend, was habe ich gemacht? Ich nehme jetzt den. Ah, scheiße, Dreck. Boah, habe ich mich jetzt verjagt. Und was können wir hier hochfahren? Das nehmen wir den da. Nehmen wir den da. Jetzt mache ich uns hier mal so ein Weg. Ach ja. Ich falle erstmal wieder eine Runde runter, wie ihr seht. Ganz legitim und so ist das hier runter zu flügeln. Sag mal, wer will mich hier eigentlich verarschen? Und jetzt machen wir den Weg wieder nach oben. Ist ja so blöd gesagt ein Jump and Run Game mit der Besonderheit, es gibt nichts anderes als Jump and Run. Eher eigentlich nur Jump, aber ist ja auch egal. Schaffe ich den eigentlich? Ich weiß gar nicht. Oh, ja. Ach Gott, hier geht's wieder hoch. Ach ja. Gut. Wir kommen hier immer weiter. Ich habe jetzt so eine Treppe gebaut, also sollten wir auch wieder in die andere Richtung. Und es könnte jetzt problematisch werden. Also.
Ich hätte gerne diese Schleichfunktion wie bei Minecraft, weil dann hätte ich damit keine Probleme mehr. Das schaffen wir? Ach, wir machen das jetzt einfach und ich habe auch wieder drauf. Also ihr müsst ja auch ein bisschen Taktik mit dabei haben, sonst wird das nichts. Also das ist schon gar nicht so ohne das Game. Ich habe mir wieder so eine Sicherheitsplattform gebastelt. Aber jetzt sind wir auch nicht wirklich weiter höher gekommen. So, auf jeden Fall, ihr seht schon, wir haben jetzt so gut wie, ja, gar nichts. Und doch schon ein bisschen was geschafft. So ist doch sehr Ereignis. Ja, genau, war klar. Du dreckige Nudel. Da kommen wir nicht. Ach, hier kommen wir hoch. Oder? Champiranimo. Nein. Aua, das hat jetzt wehgetan. Intelligenzbolzen. Die Dinger mal hier wieder reinfahren. Und wieder raus. Nein, nein. Ja, toll. Also Against the Wall scheint nicht so ganz mein Spiel zu sein. Aber ja, wir schaffen das schon. Ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Puppe hier anstellen muss eigentlich. Muss ich die mitnehmen oder kann ich mit der... Ach, ich lasse die jetzt runterfliegen, das ist nicht so blöd. Tschüss, so. Wir gucken mal, wie wir jetzt am blödsten hochkommen. Naja, das wird kompliziert. Sehe ich schon. Wir nehmen einfach mal den da. Hopp. Und dann gleich den da. Hopp. Dann gleich den da. Hopp. Und dann gleich. Nein. Oh. Ja, wir sind wieder gestorben. Weil wir haben uns weggeschoben, weil doof. Ach Gott. Against the Wall. Es wurde beschrieben als ein Spiel, das man in 20 Minuten wenden kann. Ja, ist klar. Vor allem, wenn man so doof ist wie ich, weil dann schaffst du es nicht einmal eine Stunde. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also gut, wir gehen jetzt nochmal auf der gleichen Stelle. 1, 2, 3, 4. Nicht runterfallen, mein Pupsi. 5. 6. So, und jetzt stehen wir hier. Das war blöd. Ach ja, hier geht's jetzt weiter. Also wir können es da hoch, dann können wir da hoch jumpen und dann... Vielleicht schaffen wir dann den auch. Muss man jetzt ausprobieren. Das probieren wir jetzt aber aus, indem wir uns hier unseren Weg machen. 1, 2, 3, 4. So einen kleinen Weg gebastelt. Das geht zum Glück hier ganz gechillt und gut. Kann ich da noch einen mitnehmen? Natürlich kann ich da noch einen mitnehmen. Ist ja super. Und den nehme ich mir auch mit, nicht damit ich mich runterfallen kann. So. Und da kann man vielleicht auch drauf jumpen später noch. So. Ah. Oh, war das knapp. Na, jetzt kann man da nämlich drauf jumpen. Und von hier aus können wir nirgendwo mehr drauf jumpen. Oder? Können wir da noch irgendwo drauf jumpen? Den schaffen wir nicht, das ist zu groß. Aber den dahinter schaffen wir. Geht das Spiel schon weiter. Merkt schon, das ist gar nicht so easy peasy, wie es aussieht. Wir nehmen jetzt den da. Und wir sind schon ein Stückchen hochgekommen, zum Glück. Direkt runter gucken möchte ich jetzt nicht. Die mir hier mal gar nichts bringt anscheinend, oder?
Naja, die bringt mir dann einen feuchten Käse. Ach, wir werden jetzt noch minimalistischer. Ich nehme den da. Ach, wisst ihr was? Und ich den auch noch und mache Jumpy Dumpy. Jumpy Dumpy. Oh Gott. Hack, habe ich gerade einen Frame-Einbruch gehabt. So, jetzt bin ich aber wieder da mit einigermaßen Frames. Auch nicht wirklich so berauschend. Naja, gut. Also, wir machen hier mal weiter mit dem Umgehüppe. Also, ihr merkt, im Spiel geht es um nichts anderes als... Ja. Ach, die kann ich auch reinfahren. Ist ja interessant. Kriege ich den eigentlich wieder hoch? Nee, dafür ist meine Maus zu blöd. Boah, jetzt war es knapp. Gott, war das jetzt knapp. Merkst du, ich bin so leicht schusselig, was das Tätigen dieser Dingenskirchens angeht. Ah. Boah. Komm. War ja jetzt genial. Aber gut, also 1, 2, 3. Höppe. Ach, sag bloß. Höppe. Am besten ist, ihr sagt jetzt einfach gar nichts, weil das war jetzt wieder hier legendär. Und zwar so richtig Pro-Game-mäßig. Das war jetzt Glück, dass ich hier nochmal richtig gedrückt habe mit der Maus. Ich vergewaltige gerade meine Maustaste übrigens. Das möchte ich nur mal so erwähnt haben. Doch. Und den jetzt auch. Oder? Oder was der? Ich probiere das jetzt einfach aus. Jeder bissige Kommentar von wegen lern mal zu springen, der darf sich gespart werden, möchte ich nur so erwähnt haben. Weil ich weiß, ich kann das Spiel nicht. Ich merke schon. Ja, ja. Also, das labert. Ah, Gott, ist das Spiel schon. Nein, ist es nicht, aber. Nein, 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 nein. Und so, bist du. Ne? So, hier drüben kommen wir perfekt da hoch. Ah. Und da kommen wir perfekt und nicht hoch. Naja. Doch, kommen wir schon. Also. So halbwegs. Da kann man gerade nochmal hochspringen hier. Ist ja toll. Okay. Ah, was groß. Warte mal, wir können uns überlegen. Gehen wir da weiter? Oder gehen wir sinnlos alles? Schaffen wir den da? Ja, den schaffen wir. Heißt, der muss hopp. Hoppala. Dann muss der hopp. Der hopp. Gehabt. Nö, schaffen wir nicht. Zurück, mein Freund. Also ich frage mich immer, wo der diesen Zauberstab her hat. Ich hoffe nicht, dass er den irgendwo im Arsch gezogen hat, wenn er drauf rumdrückt aus seiner Kacke hier. Wäre doch ein bisschen unhygienisch. Aber gut, das ist ein anderes Thema und soll nicht in diesem Let's Play oder Let's Test hier erzielt werden. Ich glaube, ich spiele einen totalen Mist zusammen, aber das ist so egal. So.
dann können wir hier so Dauerjumping machen. Das ist natürlich auch geil. Dann mache ich erstmal den Dauerjumper hier. Ja. Ach komm, jetzt leck mich doch am Arsch. Ach nee. Mach ich jetzt einen anderen Weg, ich baue mich nicht wieder hoch. Gibt ja Multiple-Choice-Möglichkeiten hier. Ja. Und was hat der so einen langen Jumper, Alter? Ich glaube, ich tick. Den mache ich erst sicher dahinter, damit ich runterfallen kann. Glaub. Heppe. Heppe. Und der darf wieder reinfahren. Und jetzt ist noch mal ganz flug. Was ist das für ein Riesending? Warte mal, das will ich mir näher anschauen. Was ist denn das für ein Monster hier? Ja, leck mir mal schon. Hier stand Monster mit dem Monster-Buddy und so. Weißt du? Ja, weißt du schon, ne? Ja, weißt du. Ich will den da hoch wieder rausholen. Yeah. So, also, wir müssen darüber. Und das heißt, eins. Hoppe. Zwei. Vorsichtig die Maus bewegen. Drei. Vier. Fünf. Das nehmen wir auch noch mit. Nein, das. Ich muss hier eine schöne Treppe gebaut. Leider können wir keine Treppen steigen, sondern die müssen wir immer hüpfen. Mit einem Monster Buddy. Ne, müssen wir nicht mit einem Monster Buddy hüpfen, aber wir müssen hier hüpfen. So, und dieses Mini-Ding da, wie erwische ich das? Den auch noch mit und den auch noch. Und dann kann ich nicht runterfallen. So. So, Taktik spielen, ihr wisst schon. Ach Gott. Boah, jetzt aber hat's mich wieder gezogen. Heilige Maria. Das war jetzt schon hier eine Spur unfair. Wo stehen wir denn eigentlich? Wir stehen hier, das passt doch ganz gut. Mal gucken, also hier können wir hoch, dann kommen wir da, dann kommen wir die Mini-Dinger hier hochhuppen und dann können wir nicht mehr. Also macht keinen Sinn. Hier können wir den erstmal hochhuppen, dann kommen wir hier hochhuppen und da hochhuppen, dann gehen wir hier lang. Also den da. Hüppe! Gott, ich mag das Spiel nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das denn aufnehmen, aber eins kann ich sagen, das Spiel rockt. Ich mag's. Hopp. Es hat ein kleiner Launemacher, dieses kleine Indie-Game hier. Das Indie-Jump-and-Jump-Game. So, anderes kann ich da nicht so sagen. Da kommen wir gut hoch, da kommen wir hier raus, da kommen wir da und bla und bla bla und bla bla bla. Passt doch alles super. Das heißt... Tyrannimo! Wollte ich schon immer mal sagen heute eigentlich. Tyrannimo! Doppelt wollte ich das recht sagen. Jetzt wird's funny. Tyrannima! Boah, hat's mich jetzt gerissen. Tyrannimo! Tyrannimo! Ich weiß, Tyrannimo nervt euch jetzt, aber ist mir jetzt auch egal. Spaß macht das Spiel schon. Ich glaube, wir sind jetzt schon an die 30, 40, 50 Blöcke oben. Jetzt kann ich den wieder reinfahren. Und den rauffahren und den rauffahren und den da nicht zum Runterfallen. Weil ihr, das haben wir ja jetzt schon öfter gemacht, dass wir runterfallen sind. Da kann ich doch auch drauf springen, oder? Kann ich ja. Gott im Himmel. Puh, knapp. Wo sind wir? Ach, wir sind da schon. Ist nicht wahr. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich will da rüber. Ich will da jetzt rüber. So, dann nehmen wir den da. Oh. Ach, geh mal. Ah. Gegen die Wand hier so. Ja, genau. Brav. Gut, das ist gut. So. Brav. Den da. Kann ich da noch so runterspringen? Ja, ja. Gut. Brav. So, und dann... den da und, ach ja, den da auch übrigens. Ach ja. Papa. Und dann das da. Das war kurz zum nicht runterfallen. Ja.
Dann können wir auch mal wieder reinfahren hier. Den. Und zur Sicherheit noch, wo meine Maus auch immer ist. Hier ist meine Maus bei dem blauen. Den da. Flup. Ja, also jetzt sind wir hier oben. Gucken wir uns das mal an. Ach, das ist ein Checkpoint. Ich glaube, ich check mich gleich. Hahaha. Das war ein cooler Checkpoint. Die roten kann ich nicht wegfahren, aber die kann ich nicht wegfahren. Das ist natürlich super. Ach ja, das heißt, wenn wir verrecken, kommen wir hier wieder raus. Ich glaube, das war auf F. Keine Ahnung. Naja, werden wir auf jeden Fall sehen. Wir gucken uns das mal ganz kurz hier an. Mal so geplant, so ungeplant, geplant. Mir ist ja nicht lang, aber nicht lang. Mal wieder zurück. Wir haben einen Checkpoint gereached. Und können jetzt theoretisch Suizid begehen. Aber wir sind ja gesittete Menschen. Wir kennen sowas wie Suizid gar nicht. Also gehen wir weiter. Hopp. Natürlich komme ich da nicht rein. Natürlich, war ja klar, oder? Kleine Klosbrühe und Salamander-Scheiße. Ja, fahr mich noch weiter raus, du Dödel. Klumpen. Ach Gott, ich hab Angst. Ach, da hinten müssen wir wieder drauf, gell? Ja. Mit Monster war die und jetzt Pippe. Ach Gott, da war er. Das war sinnvoll. Ja, wichsen wir jetzt wieder an. Das hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Das warst du. Du böser, böser Player, du. Du hast gesagt, wir sollen uns nicht anwichsen. Sagt er das schon wieder? Dann geht's noch? Also, gut. Ja, passt schon. Also, das ist sowas, das ist ein Checkpoint. Das heißt auch zu kacke. Wir müssen da hoch, oder was? Ja, Gott. Also ich würde das Testgame so lange machen, bis ich da oben bin. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch. Und damit sage ich nur eins, nämlich... Geronimo! Ah, Gott. Na, den werde ich bestimmt nicht starten. Da bin ich wieder mausetot. Wieder die Anti-Runterfallhilfe. Aber für solche Fälle bin ich immer noch nicht versichert. Genau. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich hasse es nicht, das ist echt cool. Weil irgendwie habe ich das sowas noch nicht gehabt, so ein Spiel, wo man nur Wände hochklappen muss. Also ich weiß es nicht, ob ihr das langweilig findet. Ich finde es auf jeden Fall eine geniale und grandiose Spielidee irgendwie auch. Weil es komplett was anderes ist und deswegen habe ich mir auch gedacht, ey komm du Dödel, du Let's Play das jetzt. Das war mein Gedanke. Ich würde sagen, ich bin nicht enttäuscht von dem Game, im Gegenteil, ich finde es eine gelungene Idee. Die auch tatsächlich Spaß macht. Das war alles ein bisschen schneller, weil ich habe es gerade irgendwie so genau auf 11 steht es schon, oder? Hoffe ich zumindest. Wie gehen wir jetzt am besten weiter? Hier. Also schade ist, dass es bei mir ein bisschen ruckelt wegen der Grafikkarte. Weil die Grafikkarte ziemlich beschissen ist, wenn ich hier rausgefunden habe. Ah ja, jetzt haben wir ein Problemchen. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Problemchen wird gelöst, nämlich mit neue Steine. Können wir wieder mit rein. Ist ja auch egal. Glaubt ihr, wir kommen auf den drauf? Naja, ich weiß mal wieder Sicherheitsstumpfen noch da. Und Geronimo! Geronimo. Gut. Ich glaube, wir haben uns gerade ziemlich verfahren. Nee, ist auch egal. Dann ist ein Stein. Den wollte ich auf den brauchen hier. Also ihr merkt, wir gehen jetzt wieder runter, weil da wir runterfallen werden jetzt. Deswegen gehen wir da runter. So. Peppe. Boah, ist das ein Ekel. Du denkst beim Spiel immer die ganze Zeit, ich hau's dann runter, wenn du da mitfährst. Fakt ist aber nur, ich hau's da ja gar nicht runter. Okay. Das Ding ist, wir müssen uns hier einen Weg basteln. Dass wir wieder nach oben kommen. Problem ist, dahin kommen wir gescheit nach oben. Hier ist jetzt irgendwie Flaute. Flaute. Boah, der Sprung war fast zu weit. Freunde.
sollen wir denn bitte hochkommen? Wir haben uns hier so voll die Blöcke. Warte, okay. Wie sollen wir denn da hochkommen? Na gut. Basteln wir erstmal den Weg hier entlang. Wir werden da drüben schon was nicht finden. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen werden, aber wir probieren dann einfach diesen da. Ach Gott. Nein, den schaffen wir nicht, oder? Nein, schaffen wir nicht. Wir haben hier zurückfahren lassen. Naja, das war jetzt wohl eine Sackgasse vom Feinsten. Zurück kommen wir auch nochmal. Ja, ist doch... Supi? Ich will das nicht. So. Was können wir noch machen? Ist hier Monsieur Le Street, also straßenmäßig hier. Weil, gucken wir mal, ob wir vielleicht drüben was finden. Wenn nicht, dann war's halt mit dem Let's Play. Und Let's Test von Against the Wall. Was sich als recht lustiges Indie-Game herausgepuppt hat, muss ich ehrlich sagen, also ich bin von dem Spiel, es ist nicht The Master. Aber es hat doch was, was mich sehr entzückt. Kommen wir denn hoch? Nee, kommen wir nicht. Gut, auch nicht schön. Gut, dann kannst du dich wieder verkugeln. Ja, Gott im Himmel. Ja. So, wir sind wieder auf einem Stein, was eine Seltenheit ist in diesem Spiel, wie ich vielleicht gemerkt habe. Steine gibt es aber ganz selten. Aber ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, von hier hochzukommen. Wenn ich jetzt nicht gleich wieder runterfalle, was ja immer so ist. Ach, wir haben eine Premiere, ich bin noch nicht runtergefallen. Badumtsch, oh yeah. Gut, wir machen immer weiter schnell. Hier und da können wir hochhüpfen. Und dann stehen wir oben. Und so war jetzt die Möglichkeit, wo ich hochhüpfen kann. Die weiß ich nicht mehr. Geil. Naja gut, wir probieren es einfach. Weil, wer ist es noch runterfallen? Bis jetzt sowieso nicht. Also gut, wir sterben dann halt, aber sterben tut doch jeder. So. Gut, wir gehen dann erstmal hier weiter mit dem da und dem da und dem hier als Sicherheitskurve. So, denke wieder rein. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil ich will es verrecken. Nur wieder alles nach unten. Wir laufen hier gerade von die Seite entlang. Aber ich ehrlich, wenn ich das so real life machen würde ohne Kacke, ich würde so reißen. Den schaffen wir auch nicht, wie ich gerade gesehen habe. Ach. Hallo, wir kommen hoch. Ich habe einen Weg gefunden. Moa, bin ich gut. Yeah. Den lasse ich mal davor hochfahren. Und das ist Geronimo. So, dann den. Und den hier als Sicherheit. Geronimo. So, und jetzt den da oben als Sicherheit. Geronimo. Und dann gehen wir rein. Dann den als Sicherheit. Und dann sind wir tatsächlich ein paar Stöcke höher. Ist ja phänomenal. Dann müssen wir wieder ein paar Blöcke höher. Geschafft. So. Wo ist mein Mauszeigerchen? Hier. So, und wir springen wieder hoch. Also, ihr merkt schon, alles, was es im Spiel zu tun gibt, ist, naja, ihr müsst springen. Und das sehr oft und ohne Unterlass. Und naja, ihr könnt mich gerade springen. Damit war diese Idee auch wieder für den Spiel. Und wir springen mal runter. Boah! Also jetzt hat es mich gebimpert. Ja, nein. Selbstmordstein. Wow. Gott im... Ach ja.
Mir geht's gut, ich bin nicht in 3 Trilliarden Metern Höhe oder so. Und nein, ich schwinge mich ja auch nicht von Ast zu Ast wie Tarzan der Steine. Also mir geht's gut. Da kommen wir wieder ein Stückchen hoch und da können wir. Ach, da können wir jetzt endlich fertig werden, oder? Ja, da können wir jetzt mal eine Runde hier fertig werden. Langsam wird der Spieler. Also da kommt überall, da wird ein Nein, nein, wir kommen da nicht zurück. Ach doch. Wir kommen da jetzt. Das war's. Wir haben gerade einen Weitflug vor uns, der Tyrannimo, Alter. Punk. Damit habe ich uns jetzt zu Katzenkacke verarbeitet und damit ja, landen wir auf dem Checkpoint. Und ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal. Und um euch das zu beweisen, auf Wiedersehen, meine Freunde. Das hat mich gefreut, Geronimo. Das war das Netztest. Auf Wiedersehen von dem Spiel Against the Wall. Super Spiel. Download-Link in der Beschreibung. Ciao.